Hier nun eine Vorrichtung aus Klötzen, Rollen und einem Seil. Zu einem bestimmten Zeitpunkt bewegt sich der Klotz A hier mit dem Gewicht GA von 100 Newton mit einer Geschwindigkeit VA von 2 Meter pro Sekunde nach unten. Zu bestimmen ist die Geschwindigkeit dieses Klotzes nach einer Zeit T ist 1 Sekunde, wobei der Klotz B hier oben das gegebene Gewicht GB von 40 Newton besitzt und der Gleitreibungskoeffizient zwischen B und der Ebene μg mit 0,2 gegeben ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass das Gewicht der Rollen und das Gewicht des Seiles zu vernachlässigen sind. Das Beispiel hier ist wieder etwas, wo man das analytische Prinzip anwenden kann. Wenn man in die Angabe schaut, dann ist eine Sache wichtig, nämlich vernachlässige das Gewicht der Rollen und des Seils. Seil ist sowieso klar, da vernachlässigt man das Gewicht meistens. Ideales Seil noch dazu, also keine Schlaufen, keine Ausdehnungen oder sowas, bleibt immer gleich lang. Das ist eine wichtige Sache für die Zwangsbedingung, für die kinematische Beziehung. Aber Gewicht der Rollen vernachlässigen heißt auch, sie haben kein Massenträgheitsmoment. Und das heißt, ich kann nur mit dem Schwerpunktsatz rechnen. Also überlegen wir uns vielleicht zuerst einmal, was die Kinematik hergibt. Ich lege ein Koordinatensystem fest, das y nach oben und x nach rechts hat, das ganz standardmäßige, und zeichne da nur so schematisch unsere Partner im System raus. Das ist dieser Block B, so die Rolle. Dann haben wir da den Weg SB hier runter, einmal SA, da ist die zweite Rolle, SA zurück rauf und hier ist die Rolle, die fix ist. Das heißt, das ist unser ganzer Weg, den wir brauchen. Alles, was noch dazu kommt, also dieses Stück hier, ändert nur die konstante Seillänge. Aber das oben, dieses Stückchen von hier, von der Rolle hier rüber zu der Öse, das ändert sich ja nicht für sich. Das bleibt immer gleich, weil sowohl die Rolle immer an der gleichen Position ist, als auch die Öse da drüben. Das heißt, es ist einfach konstant, aber trägt nichts bei zur veränderlichen von irgendeinem anderen Stück. Deswegen kann man es gleich weglassen. Ob das Seil L lang und konstant ist oder L plus, keine Ahnung, L1 und das ist konstant, ist wurscht. Okay? Und dann kann man natürlich über das analytische Prinzip hier die Kinematik abarbeiten. Wenn das Seil ideal ist, dann ist die Seillänge L eben konstant. Und das Relevante der Seillänge setzt sich zusammen aus diesen ganzen Teilabschnitten. SB plus SA plus SA plus natürlich das, was da abgerollt wird über die Rollen und so weiter, aber all das ist ja trotzdem auch konstant. Also alles, was ich nicht unbedingt brauche, lasse ich gleich weg. Also ist SB plus 2 mal SA gleich Seillänge L und das ist konstant. Und jetzt ist die Frage, was wir mit dem anfangen. Was kann man aus dem rauslesen? Man kann die Beschleunigungen der beiden eigentlich miteinander in Beziehung setzen. Ja, genau. Und das machen wir, indem wir es einfach zweimal nach der Zeit ableiten. Zweimal nach der Zeit ableiten heißt, ich habe da die Beschleunigung AB und hier die Beschleunigung 2 mal AA. Und rechts ist beim ersten Mal Zeit ableiten schon 0, dann ist beim zweiten Mal Zeit ableiten erst recht 0, weil L ja konstant ist. Und daraus folgt, dass 2AA gleich minus AB ist. Gut, das ist das Erste und dann zerteilen wir das Ganze in einzelne Systeme, nämlich einmal den Block da, B. Da wissen wir jetzt, der hat die Beschleunigung AB. Was hat er noch? Eine Gewichtskraft wird er haben, die ist eh angegeben, oben GB mit 40 Newton bei mir. Eine Seilkraft wirkt da, FS.
eine Normalkraft, wenn man die Unterlage wegnimmt, Fn, und wenn er sie tatsächlich nach rechts bewegt, wovon wir ausgehen, weil Ga deutlich größer ist als Gb, dann wirkt die Reibkraft in die negative x-Richtung. Reibkoeffizient ist 0,2. Bewegung an sich ist vorausgesetzt. Müsste man im Prinzip überprüfen, ob sie es tatsächlich überhaupt bewegt. Aber das ist da auf jeden Fall der Fall. Das rechnet man nicht extra nach. Kann man natürlich machen. Sollte man eigentlich sogar machen. Das zweite Teilsystem, das es gibt, ist die Rolle. Das ergibt eigentlich nur eine Beziehung. Nämlich, wenn man da die Seilkraft, die ja von hier kommt, das ist auf jeden Fall die gleiche, also auf jeden Fall ist übertrieben, wenn die Rolle da oben masselos ist, ist das die gleiche Seilkraft, sonst natürlich auch nicht, weil sonst haben sie auch da wieder einen Unterschied, dann müssen sie die Rolle auch wieder getrennt freimachen. Nachdem die unten ebenfalls masselos ist, ist das auch hier rechts die gleiche Seilkraft. Und in der Mitte am Haken aufgehängt ist unser Körper, Fa. Das habe ich auch komplett zerteilt. So. Und das dritte ist der Block A, der jetzt hier als Reaktionskraft am Seil das Fa haben muss. Und natürlich die Gewichtskraft des Blocks selbst, Ga. Und die Beschleunigung, damit es dann zusammenpasst, zeigt in positive Y-Richtung AA. Nach unserem Koordinatensystem. Gut, was können wir jetzt für diese ganzen Komponenten eigentlich hinschreiben? Also nur den Schwerpunktsatz. Summe der Kräfte ist Masse mal Beschleunigung, in dem Fall MbAb für den Körper. Ich schreibe es unter die Körper jeweils hin. Was haben wir da an Kräften? In die positive Richtung die Seilkraft. Minus in die negative Richtung die Reibkraft. Ist gleich Mb mal AB, das ist einmal das Erste, also nur Kräfte, die in Richtung der Bewegung wirken. Die Reibkraft setzen wir dann in Beziehung natürlich mit der Normalkraft über den Reibkoeffizienten, aber das kommt dann in der nächsten Zeile. Schreiben wir mal hin, was man für die Rolle hinschreiben kann. Die Rolle hat keine Masse, haben wir gesagt. Also auch diese Rolle hier, die da in der Mitte freigemacht ist, nicht. Was heißt das, wenn die Rolle keine Masse hat? Schreiben wir es einfach noch einmal hin. Summe I, Fi ist M-Rolle mal, was weiß ich, A-Rolle. Was heißt das dann? Das wird 0. Das da wird 0. Und wenn das 0 wird, haben wir Statik. Also sozusagen Kräftegleichgewicht. Und dann steht da, wenn man es gleich aufspaltet, das, was eh alle sofort gesehen haben, dass Fa 2Fs sein muss. Und das dritte ist Ma mal Aa. Da muss man jetzt wiederum aufpassen auf die richtige Vorzeichensetzung. Das ist Fa ist positiv, minus Gewichtskraft von A zeigt in die negative Y-Richtung, ist Ma mal positiv eingezeichnetes AA. Damit haben wir alle Grundgleichungen eigentlich da stehen. Dann setzen wir entsprechend einmal ein. Hier beim Körper 1 wird das Ganze dann Fs minus die Reibkraft ersetzen wir gleich als μ Gleitreibkoeffizient mal Fn. Fn wissen wir aber auch, entspricht der Gewichtskraft dieses Blocks, also kann man gleich μg mal gb schreiben, ist dann mb mal minus 2aa von hier herüben eingesetzt. Also minus 2mb mal aa. Das ist eine Gleichung, Gleichung 1. Und da drüben Fa ist ja 2Fs, das heißt, ich setze da gleich, dann sparen wir uns eine Zeile, 2Fs ein, minus Ga ist Ma mal Aa, das ist die Gleichung 2.
So, nachdem wir die Beschleunigung von A gerne hätten, also die Geschwindigkeit dann in weiterer Folge, da braucht man die Beschleunigung dafür, formen wir mal aus der Gleichung 1 uns das Fs heraus. Das ist dann entsprechend minus 2mb mal AA plus μ GGB. Und das setzen wir in die Gleichung 2 ein. Dann hat man da minus 4mb AA plus 2 mal μ GGB minus GA ist gleich MA mal AA und umgeformt auf die Beschleunigung von A ergibt sie 2 μ g gb minus ga durch ma plus 4 mb. Das sind dann minus 3,17 Meter pro Sekunde Quadrat. Bestätigt uns also in der vorherigen Überzeugung, dass der Block A nach unten sich bewegen wird. Wir haben es ja jetzt nach oben eingezeichnet. Passt. AB ist dann sofort das Doppelte, das wissen wir ja aus der Kinematik, aber das negativ Doppelte in dem Fall, also plus 6,33 Meter pro Sekunde Quadrat. Das sind die Beschleunigungen und die Geschwindigkeit von A, naja, den Zusammenhang kennen wir aus der Kinematik hoffentlich noch, dass die Beschleunigung die Ableitung der Geschwindigkeit ist, also die linke und rechte Seite integriert von 0 bis zu einem Zeitpunkt T1. T1 ist laut Angabe, glaube ich, eine Sekunde, oder? Ja. Ist die rechte Seite integriert von dVa, VA1 bis VA2. VA1 ist ebenfalls gegeben als Anfangsgeschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde. Auch die muss man im richtigen Vorzeichen einsetzen, nämlich nach unten steht da. In unserem Koordinatensystem ist sie also wieder negativ. Wenn man da links integriert, ist also AA mal T1 ist dann VA2 minus VA1, also ist VA2 nichts anderes als AA T1 plus VA1 und das sind minus 5,17 Meter pro Sekunde, ebenfalls nach unten.